Der Grasshopper Club Zürich gastiert heute in der Innerschweiz. Herzlich willkommen, liebe GC-Fan, liebe Fußballfan, zum heutigen Auswärtsspiel vom Grasshopper Club Zürich in der Innerschweiz beim SC Kriens. Ball befreien über die linke Seite raus. Aber es hat einen Einwurf gegeben für Topper. So schnell ausgeführt worden ist der Ball, wie Ballardini drückt ab aus Rund 18. Er spielt, nimmt die rechte Seite, seht ihr dort den GC-Spieler mit Mosca Bür. Der ist höchst drauf. Bonatini könnte schiessen. Bonatini, höchst drauf. Bonatini schiesst und. Ui! Ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Das war wirklich wieder eine gute Aktion. Wieder ist es also der Bonatini, der in diesen ersten rund 6 mit einem halben Meter. Aber das zeigt, mir nähert sich im Goal an. Man ist gewillt, hier auch eine Reaktion zu zeigen auf die letzte Leistung und vor allem auf die Niederlage gegen Winterthur. Wieder sind Sopper so im Strafraum, innen sind. Achtung auf der rechten Seite! Goal! Und das ist 1-0! 1-0 in der 7. Minute. Torschütz mit der Nummer 9, Demaschei. Wunderbar haben sie sich hier im Strafraum innen durchkombiniert. Wo ist der Ball? Der Leo Bonatini ist daran beteiligt. Sie hat den Ball auf rechts rausgelegt zum Demaschei. Und der drückt von der rechten Seite her ab. Der weiß für einmal nicht, wo der Ball ist und verliert darum. Aber er kämpft hier schön zurück. Bonatini wirklich kämpft auf den Demaschei. Demaschei setzt sich durch, er wird links wieder Georgiev mitlaufen. Allein und nein! Links am Goal wieder vorbei. Hat sich da selber durchgesetzt. Vielleicht wäre auf der linken Seite der Georgiev die bessere Alternative gewesen. Macht auch der Georgiev, der hilft. Und dann macht GC wirklich jetzt ein Pressing, wo sich Kriens nur schwer kann lösen. Jetzt klingt das über die linke Seite, jetzt ein höherer Ball. Und der Totti Gomez verschätzt sich Kriens mit einer gefährlichen Aktion. Zum Glück nur ins Aussennetz. Da haben wir Glück gehabt. Es ist wieder der Totti Gomez, der da 2-3 Meter zu weit weg ist vom Gegner. Und da wieder hat man eine gefährliche Chance zulassen. Viel Platz vor sich. Mit schnellen Schritt läuft er in die Platzhälfte von der Kriens. Was macht er? Kann der Ball in die Tiefe spielen? Richtung bei Leo Bonatini! Der Bonatini versucht den Ball zu spielen. Immer noch der Bonatini dreht sich um die eigene Achse. Könnte abdrücken! Und es gibt einen Penalty. Ja, das ist jetzt natürlich ein herausgeforderter Penalty. Er hat sich da auf einem Bierdeckel versucht zu kehren und da versucht etwas zu bewirken. Und eigentlich ist im Gegenspieler gar nicht viel anderes übrig geblieben. Weder das Foul zu nehmen und halt das Risiko einzugehen, dass es Penalty wird. Oli probiert da noch ein bisschen Unsicherheit zu schaffen. Leo Bonatini nimmt Anlauf und er schiesst und trifft für GC. 2-0 für den Grasshopper Club Zürich. Sehr schön, 54. Minute. Also jetzt ein Ausbau vom Vorsprung und das ist ein wichtiges Goal, natürlich immer ein wichtiger Moment. Bachsni, der bei ihm steht, der Bürger, ein Kleiner, auch dort noch am Helfen. Und er kommt hoch rein und Kienz kann sich dort durchsetzen. Jetzt in den Ballstaffetten rein, der Ball läuft sehr gut in der eigenen Reihe. Jetzt auf der linken Seite, Georgiev, der sie reinbringt. Und dort ist es der Demaschei. Von 4-5 Meter freistehend vor dem Goal haut er den Ball in Richtung Pilatus. Mittelfeld, der wirbelige Mann aus Irland, der das Spiel wieder an sich reißt. Jetzt mit einem schönen Pass in Richtung Demaschei. Demaschei läuft los, schön. Aber der Krienzer Goalie hat aufgepasst. Der Krienzer Goalie, der Brücker, ist auf ihn raus zu rennen gekommen. Der Demaschei hat versucht, den Ball hinten durchzuspielen. Immer noch in der eigenen Abwehrreihe hinten. Versucht jetzt über den Bürgisser nach rechts rauszuspielen auf den Gossa. Das klingt. Achtung, Gossa mit einem schnellen Schritt. Läuft er vorne, bringt den Ball hoch in Strafraum rein. Kopfball und der Ball ist drin. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Aus dem Nichts raus in der 75. Minute. Eigentlich aus einer unmöglichen Situation. Wir hatten eigentlich mehr GC-Verteidiger drin als der Kriens-Angreifer. Aber in der 75. Minute verkürzt er. Wenn er ansetzt und den Ball kann behaupten, aber Kriens in Person von Berisha da nochmal mit Kampf probiert man da nochmal den Ball vorzuschlagen. Dann ist es aber geschafft. GC gewinnt 2-1. Leck ist die Ansetzung, aber ein erkämpfter Sieg gesehen.